Hey, hast du gerade auf dieses Video geklickt, ohne vorher deine Hausaufgaben zu machen? Nein? Na, okay, dann ist ja gut. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich kann durch die Tür hier immer noch nicht durchgehen. Und falls du einer von den Leuten bist, die diese Videos hier wirklich eins nach dem anderen durchschauen, nimm dir Zeit, nachdem du ein Video geschaut hast, zu üben, weil sonst wirst du 90% von allem wieder vergessen. Ohne Übung wird daraus hier nichts, aber heute machen wir mal weiter. Beim letzten Mal ging es nämlich, um genau zu sein, um Built-in-Events und heute um Custom-Events. Wir machen heute unsere eigenen Events. Das ist leider nicht ganz so aufregend wie die Built-in-Events, weil die Built-in-Events, die sind sowieso schon an Sachen connected, die wir brauchen und lieben. Ich werde jetzt aber mal hier den ganzen Tünnef aus dem Workspace wieder entfernen. Den hier auch. Flugticket und Gepäck würde ich niemals entfernen. Die sind super wichtig. Und wir schauen dann nochmal in unser Event-Script rein. Da klammere ich mir hier mal alles aus, indem ich Steuerung und Backslash auf dem Numpad drücke. Und wisst ihr was? Ich mache heute keine Kopie davon. Wir machen einfach direkt hier drin weiter und schreiben jetzt bei Arten von Events darunter Custom Events dazu. Weil um die geht es heute, um Custom Events. Und Custom Events sind nun mal Events, die man sich selber macht, eigene Events oder wie man sie in Roblox nennt, Bindable Events. Doch bevor wir über Bindable Events reden, noch einmal eine ganz kurze Auffrischung, wofür braucht man Events? Events machen ein Spiel interaktiv. Wenn ein Spieler wohin klickt, wenn ein Spieler eine Taste drückt, wenn ein Charakter etwas berührt, wenn ein Feuer aktiviert wird, all diese Momente können Events sein und an all diese Momente kann man einen Event-Listener connecten, der dann irgendwelche Aktionen ausführt. Sie machen ein Spiel interaktiv und Custom-Events machen ein Spiel noch interaktiver. Genauso wie Built-in-Events sind es Benachrichtigungen oder Signale, sie haben einen Auslöser, sie können mehrere Listener haben, sind immer noch entscheidend für die Interaktivität im Spiel, wobei nicht ganz so sehr wie die Built-in-Events, darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Und Event-Listener müssen immer noch disconnected werden, wenn man sie nicht mehr braucht, aber in der Regel setzt man sich Bindable-Events schon dann auf, wenn man sie permanent braucht. Es sei denn, ihr habt irgendwelche ganz lustigen Custom-Event-Systeme geschrieben. Ich habe gesagt, dass Custom-Events nicht so entscheidend für die Interaktivität sind. Das liegt daran, dass Built-in-Events natürlich genau dann gefeiert werden, wenn irgendeine Interaktion passiert. Aber man braucht nicht immer nur Built-in-Events für die Interaktivität, man braucht manchmal auch einfach Events in seinem Code an sich. Und dafür sind die Custom-Events, die eigenen Events, die Bindable-Events da. Der Grund, warum ich hier Custom-Events hinschreibe und nicht Bindable-Events, liegt daran, dass es verschiedene Custom-Events gibt. Zu den Custom-Events gehört zum Beispiel auch ein Bindable-Event. Und um Bindable-Events an sich geht es heute. Andere Custom-Events werden wir in anderen Videos behandeln. Jetzt gehen wir mal auf die spezifischen Besonderheiten von Bindable-Events ein. Und zwar Bindable-Events sind geeignet für die Kommunikation von Server zu Server. Das bedeutet, man kann auch kommunizieren von einem Server-Script zu einem anderen Server-Script. Es geht natürlich auch für die Kommunikation vom Client zum gleichen Client. Man kann nicht von einem Client zu allen Clients kommunizieren, aber ein Local Script kann zu anderen Local Scripts, die zum selben Spieler gehören, kommunizieren über Bindable Events. Aber wofür braucht man jetzt Bindable Events wirklich? Schauen wir mal, wofür? Fragezeichen. Und dahinter dann direkt ein Beispiel. Player Edit. Player Edit ist ein Built-in-Event, welches gefeuert wird, wenn ein Spieler dem Spiel beitritt. Und das ist natürlich wichtig in allen möglichen Aspekten. Wenn ein Spieler zum Spiel hinzugefügt wird, dann kann man zum Beispiel die Daten vom Spieler laden. Man kann natürlich auch allen anderen Spielern mitteilen, ey, ein neuer Spieler ist im Spiel, sagt ihm Hallo. Man kann dem Spieler zu einer bestimmten Position teleportieren. Man kann für den Spieler ein neues Haus bauen, weil man zum Beispiel ein System hat, bei dem jeder Spieler ein eigenes Haus bekommt. Man kann dem Spiel ein Team zuweisen oder. Aber all diese Sachen werden in der Regel von verschiedenen Systemen umgesetzt. Spielerdaten laden vom Spielerdatenmanager, Team zuweisen vom Teamsmanager, Haus geben vom Hausbau-Script, was auch immer. Man sollte natürlich immer verschiedene Scripts für verschiedene Systeme nutzen und die müssen teilweise miteinander kommunizieren. In unserem Beispiel schreiben wir, Script 1 lädt die Daten des Spielers und Script 2 lädt das Inventar des Spielers. Das geht natürlich erst dann, wenn die Daten schon da sind und man weiß, was im Inventar drin ist. Würde man beide Scripts direkt an Player Edit connecten, hätten wir eine Race Condition. Stattdessen feuert mit einem kleinen F Script 1 einfach ein Bindable Event, sobald es mit dem Laden der Spielerdaten fertig ist, um Script 2 zu sagen, dass es anfangen kann. Damit haben wir keine Race Condition und Script 1 wird vor Script 2 ausgeführt. Falls euch Race Condition nichts sagt, Race Condition ist ein Begriff für eine sehr häufige Fehlerquelle in größeren Systemen. Und zwar, wenn zwei oder mehrere Prozesse gleichzeitig auf die gleichen Ressourcen zugreifen, wobei sie eigentlich das in einer geordneten Reihenfolge machen müssten. Zum Beispiel, wenn das Inventar geladen wird, bevor die Daten da sind, hat Script 2 einen Error und der Spieler kriegt gar kein Inventar. Will man nicht haben. So, das war jetzt aber erstmal
genug Theorie. Wir wollen es einfach mal in der Praxis sehen. Wie machen wir das in der Praxis? Wir machen genau dieses Beispiel hier. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ihr Spielerdaten ladet, weil das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Und ich werde euch auch nicht zeigen, wie man das Inventar lädt. Wir tun einfach so, als ob wir das machen. Und wenn wir das machen würden, würden wir natürlich im Server-Script-Service, wo wir jetzt schon einige Scripts drin haben, ein weiteres Script hinzufügen. Einmal den Datenmanager. Zur Einfachheit nenne ich das ganze Ding einfach Script 1. Und dann noch den Inventarmanager. Und den nenne ich dann einfach Script 2, weil wir das in unserem Beispiel auch so genannt haben. In Script 1 haben wir zum Beispiel ein Table namens Datenmanager und ein Table namens Spielerdaten. Im Datenmanager sind alle möglichen Funktionen drin, die ihr euch erschaffen habt, weil ihr wisst ja, in Tables kann man auch Funktionen drin haben. Und in Spielerdaten speichern wir uns die Spielerdaten aller geladenen Spieler. Wir brauchen jetzt einen Service, und zwar den Player-Service. Local Players ist gleich game.getServicePlayers, weil der sagt uns, wenn ein neuer Spieler im Spiel drin ist. Und an dieses Event connecten wir gleich eine Funktion, indem wir sagen players.playerEdit Doppelpunkt Connect, und dann schreiben wir hier eine Funktion rein, die nennt man in der Regel immer PlayerEdit. Ihr könnt die Funktion natürlich nennen, wie ihr wollt. Ich schreibe sie hier nochmal woanders hin, und zwar Local Function PlayerEdit and. Wenn wir hier reinklicken, sehen wir, wir kriegen als Argument eine Variable namens Player, und die hat den Typ Player. Und deswegen schreiben wir hier rein Spieler, weil wir können sie ja nennen, wie wir wollen. Und die hat den Typ Player, weil das ist ein Spieler. Jetzt können wir einmal sagen Print Spieler, ist dem Spiel beigetreten. Local Daten ist gleich Datenmanager Doppelpunkt Daten laden vom Spieler. So könnte das zum Beispiel aussehen. Und dann könnten wir sagen if not Daten, then müssen wir irgendwie handeln, dass die Daten nicht geladen wurden und bla bla bla, was man nicht alles schreiben kann. Aber da wir keinen Datenmanager haben und nicht wirklich Daten laden, lassen wir das weg. Simulieren das Ganze mal und denken uns die Daten einfach aus. Zum Beispiel sind die Daten jetzt ein Table, und in dem Table haben wir zum Beispiel ein Inventar. Und das ist auch ein Table mit Spaß und Freude und natürlich Liebe, all die Sachen, die ich nicht habe. Dann gehört zu dem Daten natürlich noch dazu, dass er zum Beispiel 20 Euro Cash hat, und vielleicht steht in den Spielerdaten auch drin, dass er arbeitslos ist. Wer weiß, was ihr für Spielerdaten in eurem Spiel so speichert? Wer weiß, was ihr für ein Spiel habt. Nachdem die Daten geladen sind, können wir mit den Daten noch irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel könnten wir hier dem Spieler mitteilen, hey, du hast 20 Geld. Hey, du bist arbeitslos, such dir einen Job, was auch immer. Wir könnten ein System aufsetzen, das es ermöglicht, von anderen Scripts aus die Spielerdaten zu bekommen. Und am Ende speichern wir uns die Spielerdaten. Wir cachen sie uns im Spielerdatentable. Also sagen wir Spielerdaten in eckigen Klammern. Spieler ist gleich Daten. Dann sind die gecached und wir können später nochmal drauf zugreifen. Von anderen Stellen in dem Script aus, und wir sind glücklich. Dann gibt es noch die Players.PlayerRemoving Funktion, an die wir auch eine Funktion connecten können, die nenne ich dann auch PlayerRemoving. Local Function PlayerRemoving Spieler Doppelpunkt Player. Können wir hier auch einmal reinschreiben. Print Spieler hat das Spiel verlassen. Und hier könnte man zum Beispiel die Spielerdaten von dem Spieler wieder clearen, indem man sie auf Null setzt. Weil wir können ja nicht unendlich viele Spielerdaten speichern. Wenn Spieler draußen ist, brauchen wir sie nicht mehr, also können wir sie clearen. Wir könnten hier dann andere Events auslösen, die zum Beispiel dem Spieler sein Haus wegnehmen, damit andere Spieler das Haus haben können, einfach hinter dem Spieler aufräumen und am Ende die Daten clearen. Das ist so ein ganz typisches Setup, das ihr in vielen Datenmanagern habt. Ein Spieler tritt dem Spiel bei, ihr ladet seine Daten, ihr macht was mit den Daten, ihr cached euch die Daten, und wenn der Spieler das Spiel verlässt, dann räumt er hinter dem Spieler auf und löscht dann wieder die Daten aus eurem Cache raus, damit eure Scripts nicht zu viel Speicher verbrauchen. Jetzt haben wir aber noch Script 2. Und in Script 2 haben wir im Grunde genau dasselbe Setup. Nur dass wir halt keine Daten laden, sondern dass wir das Inventar laden. Jetzt können wir sagen, local Datenmanager ist gleich script.parent Script 1. Und wir haben irgendwie die Möglichkeit, auf die Daten in dem Datenmanager zuzugreifen. Das wisst ihr noch nicht alles, wie das geht. Das hier ist Pseudocode, der so nicht funktioniert. Aber wir tun einfach mal so, als ob das so funktioniert. Dann können wir hier sagen, Inventar ist gleich Datenmanager, Doppelpunkt, getInventar vom Spieler. Und dann können wir Sachen mit dem Inventar machen. Hier müssen wir am besten erstmal nichts cachen, ist uns egal. PlayerRemoving lassen wir auch einfach weg, damit wir es ein bisschen simpler haben. Zum Beispiel, wir geben dem Spieler sein Inventar. Das simulieren wir jetzt einfach, indem wir sagen, Inventar vom Spieler ist gleich Inventar. Das würde jetzt natürlich überhaupt nicht funktionieren, weil ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, Datenmanager get Inventar in irgendeinem Script. Das würde dadurch schon einen Fehler haben. Aber wenn wir das Ganze austesten würden, indem ich hier auf Play drücke, so, dann haben wir ein paar Fehler im Output. Ich ziehe den Output hier mal hoch, mache ihn ein bisschen größer. Wir sehen, Roblox Conny ist im Spiel beigetreten und GetInventar ist kein Valid Member vom Script. Dementsprechend können wir das nicht callen. Und hier sagt er auch nochmal,
Roblox Conny ist dem Spiel beigetreten. Und was interessant ist, Script 2 wurde zuerst ausgeführt und Script 1 wurde als zweites ausgeführt. Und ihr könnt nicht vorhersehen, welches Script zuerst ausgeführt wird. Hier wird einfach das Inventar geladen, bevor die Spielerdaten geladen werden. Und das ist nicht cool. Das funktioniert so nicht. Und selbst wenn Get Inventar is not a valid member of Script bla 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 nicht der Fehler wäre, hättet ihr einen Fehler darin, dass der Spieler gar kein Inventar hat in dem Moment. Jetzt umgehen wir das Ganze natürlich, indem wir uns ein Bindable-Event basteln. Ein Bindable-Event ist eine ganz normale Instanz in Roblox, die wir benutzen können. Wir können zum Beispiel hier im Server-Script Servers aufs Plus drücken und dann einfach reinschreiben Bindable-Event. Und das wird uns schon ausgegraut, weil man die normalerweise nicht im Server-Script Servers platziert, aber wir können es trotzdem machen. Fügen wir ein Bindable-Event hinzu, das heißt jetzt auch einfach Event. Ihr könnt dem einen Namen geben, wie ihr wollt, zum Beispiel Daten geladen. Und jetzt können wir in Script 1 reingehen und uns dieses Bindable-Event holen, indem wir sagen Local Daten geladen ist gleich script.parent.daten geladen. Weil denkt dran, das ist ein relativer Pfad, der geht aus von unserem Script aus. Also Script bedeutet Script 1, .parent bedeutet Server Script Service und .daten geladen bedeutet Server Script Service. Suchen wir etwas, das Daten geladen heißt. Ah, hier, Daten geladen. Perfekt, das haben wir. Und nachdem die Daten geladen sind, können wir hier dann einfach schreiben Daten geladen, Doppelpunkt. Und wir haben hier wieder einige Sachen, die wir machen können. Aber um ein Bindable-Event auszuführen oder zu feuern, schreiben wir einfach Fire. Und das feuert dann das Event ab, das sagt dann allen Leuten, die sich als Listener an das Event rangebunden haben, die sich connected haben zu dem Event, oh, das Event wird gefeuert. Also sagen wir einfach Fire und können hier irgendwelche Argumente mitliefern. Und wir liefern heute als Argument einfach mal die Daten. Als nächstes können wir in Script 2 reingehen und können uns hier auch Daten geladen holen, indem wir sagen Local Daten geladen ist gleich script.parent.daten geladen. Den Datenmanager können wir entfernen, den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Und jetzt connecten wir hier unten einfach Daten geladen, Punkt, Event, Doppelpunkt, Connect. Und dann können wir da einfach Player Edit reinschreiben, weil das passiert ja sowieso, wenn Player Edit gecallt wird. Den Player Service brauchen wir auch gar nicht mehr. Wofür denn auch? Wir connecten uns gar nicht mehr direkt an Player Edit, denn das wird ja schon vom Datenmanager gemacht. Der wartet, bis ein Player geedit wird und wenn der Player Edit durchgelaufen ist und die Daten geladen sind, wird das nächste Event gefeuert, und zwar Daten geladen. Dann kommt Script 2, merkt, oh, das Daten geladen Event wurde gefeuert. Wir sind daran connected mit unserer Player Edit Funktion. Also schreiben wir hier einfach mal Daten vom Spieler wurden geladen. Daten. Und da fällt mir ein, wir wollen ja nicht nur die Daten, sondern wir brauchen auch den Spieler. Ganz vergessen, also schreiben wir hier nochmal in Script 1 Spieler, Daten. Und dann liefern wir beides. Einmal den Spieler und einmal die Daten. Also sagen wir hier einmal Spieler, Daten. Jetzt können wir hier schreiben, Inventar ist gleich Daten.inventar, weil wir ja wissen, wir haben in den Daten einen Key namens Inventar. Jetzt können wir Sachen machen und dann das Inventar printen. Probieren wir das Ganze mal aus, drücken Play und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Und es hat funktioniert. Roblox Conny ist im Spiel beigetreten, sagt Script 1. Dann, nachdem Script 1 fertig ist, feuert es das Bindable-Event und dann kommt Script 2 und sagt, Daten von Roblox Conny wurden geladen. Und hier haben wir die Daten, Beruf ist arbeitslos, Cash ist 20, Inventar ist das Inventar hier. Bemerkt wieder, wie die Reihenfolge komplett random ist, weil man bei einem Dictionary keine feste Reihenfolge hat. Und danach printet ihr noch das Inventar vom Spieler und das besteht aus Spaß, Freude und Liebe. Hier ist die Reihenfolge festgeschrieben, weil das eine Liste ist und kein Dictionary mehr. So, das war jetzt ein 1A-Anwendungsfall für Bindable Events. Das ist zwar wieder ein bisschen trockener und staubiger, aber es ist natürlich super wichtig, wenn ihr wollt, dass euer Spiel am Ende auch funktioniert. Die Reihenfolge ist wichtig einzuhalten und wenn ihr mehrere Scripts an dasselbe Build-In-Event connectet, kann es sein, dass ihr eine Race Condition bekommt, weil das eine Script eigentlich noch darauf wartet, dass das andere Script fertig ist. In dem Fall kommen die Bindable Events rein. Ein weiteres Problem, das ihr bekommen könnt, ist eine Race Condition genau bei der Connection an Player Edit. Wenn in eurem Script irgendwo geyieldet wird, also gewartet wird auf irgendwas, irgendeine Funktion ein bisschen braucht, bis sie fertig ist, kann es sein, dass Player Edit noch nicht connected ist, bevor der erste Spieler dem Server beitritt. Und weil das ein häufiger Fehler mit Player Edit ist, ist übrigens eine Best Practice, einerseits Player Edit zu connecten und andererseits einmal durch alle Spieler durchzuloopen, die schon drin sind, bevor Player Edit connected ist. Also sagen wir einmal vor, Unterstrich, Komma, Spieler in Players, Doppelpunkt, Get Players, Do und dann Player Edit, Spieler. So geht ihr wirklich sicher, dass kein Spieler von euch übersehen wird, weil das ist ein häufiger Fehler, gerade wenn irgendwo in dem Script noch was drin ist, wie ein Wait for Child oder ein Task.wait, dann kann es echt sein, dass der erste Spieler übersehen wird und ihr euch fragt, hä, warum wird das nicht ausgeführt? Weil Player Edit zu spät connected wird. Wenn die Player Edit Funktion jedoch yieldet, was unsere hier nicht macht,
Aber wenn die Daten geladen werden, hier das in der Regel schon. Dann wäre es sogar angebracht, das in eine Coroutine zu packen. Also coroutine.wrap function, Klammer auf, Klammer zu, player added Spieler und Klammer auf, Klammer zu. Habe ich euch das schon mal in irgendeiner RSL-Folge gezeigt? Mir ist so, als hätte ich euch das schon mal gezeigt und damals schon gesagt, das versteht ihr noch nicht. Und genau das ist das, was ich jetzt auch sage. Das versteht ihr noch nicht, aber wenn ihr sowas schreibt, dann wird das, was hier zwischen steht, also was zwischen coroutine.wrap, Klammer auf, function, Klammer auf, Klammer zu und end, Klammer auf, Klammer zu steht, in einer separaten Routine ausgeführt, in einer Coroutine ausgeführt, sprich, es yieldet einfach nicht mehr. Wenn diese Funktion eine Weile braucht, um fertig zu sein, ist es egal, der Loop geht trotzdem weiter. An der Stelle müsst ihr noch nicht verstehen, wie das funktioniert und was das bedeutet, einfach nur, dass es funktioniert. Früher hat man stattdessen auch immer gerne gemacht, task.spawn anstatt coroutine.wrap oder einfach nur Spawn. Ich bin aber eher ein Fan von coroutine.wrap. Ist jetzt aber alles noch nicht Thema von Roblox Studio Lernen. Soweit sind wir noch lange nicht. Es gibt übrigens auch noch ein paar Probleme mit dem Player Removing Event, aber ich glaube, da würde ich ein viel zu großes Fass aufmachen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit unseren Bindable Events und was es da noch zu beachten gibt. Denn Bindable Events haben Limits. Und was sind die Limits von Bindable Events? Oder was gibt es für Limits? Hä, wie oft kann man das ausführen? Wie viele Leute können connected sein? Nein, nein, das ist egal. Ihr könnt die Bindable-Events feuern, so wild wie ihr drauf seid. Okay, wenn es irgendwann zu viel wird, wird es zu viel, aber das ist grundsätzlich immer so eine Regel. Es gibt Limits für die Argumente, die ihr mitliefern könnt. Ihr wisst, Built-in-Events liefern einem Argumente, wie zum Beispiel das Mouse-Click-Event liefert uns den Spieler, Player-Edit und Player-Removing liefern uns auch den Spieler oder unser Bindable-Event liefert den Spieler und die Spielerdaten. Es ist nicht so, dass ihr begrenzt viele Argumente verwenden könnt. Ich denke, da liegt das Limit auch eher so bei dem Speicher, was die Server und die PCs so alles schaffen. Ihr solltet jetzt natürlich nicht 100 verschiedene Variablen übertragen, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Es liegt eher an der Art von Daten, die übertragen werden können. Wir können ganz normal Instanzen übertragen, wir können alle Enums übertragen, wir können alle Variablentypen übertragen, die wir uns denken können. Aber es gibt Einschränkungen bei Tables. Der Table-Daten ist ein Dictionary. Und Dictionaries können ja indiziert werden mit Strings, so wie das hier, Inventar, Cache, Beruf, sind alles Strings. Sie können aber auch indiziert werden mit Instances, mit Booleans, mit eigentlich allen Variablen, außer ihr wollt die Daten über ein Event übertragen. Das geht einfach nicht. Ihr könnt keine Dictionaries verwenden, die nicht mit Strings indiziert werden. Dictionaries müssen immer mit Strings indiziert werden, sonst gehen Daten verloren. Wenn ihr als Index zum Beispiel einen Spieler habt, ein Spieler ist eine Instanz, Spielerdaten in Klammern Spieler, wenn wir das jetzt übertragen würden, zeige ich euch einfach mal, Komma, Spielerdaten, dann würde die Instanz umgeschrieben werden zu einem String. Das wird alles in einen String gepackt, sofern es irgendwie möglich ist. Jetzt sagen wir Spielerdaten Cache. Haben wir ja gesagt, jetzt wird hier als drittes Argument die Spielerdaten übertragen. Das ist dieser Table hier, welcher indiziert wird mit einem Spieler und die Spielerdaten beinhaltet. Und ich schreibe hier einmal Warn Spielerdaten Cache rein. Warn ist einfach nur ein Print, der dick und orange angezeigt wird, damit wir es deutlicher sehen. Und da wurde schon geprintet als Table. Und wenn wir den Table öffnen, sehen wir hier, ist ein String drin, der anfängt mit einem Leerzeichen, dann einer Klammer und dann Roblox Conny, den Namen, und dann wieder eine Klammer. Das ist der neue Index. Das heißt, das Spielerobjekt wurde nicht übertragen, stattdessen dieser String. Hier drin ist alles noch genau so, wie es sein sollte. Wir haben den String Beruf, Cache und Inventar, weil das ist ja auch ein gutes Dictionary. Und auch die Liste hier ist so, wie sie sein soll. 1, 2, 3. Funktioniert weiterhin. Weil ihr könnt auch ganz normale Listen übertragen. Listen, kein Problem. Solange der Index 1, 2, 3 und so weiter ist, funktioniert das problemlos. Dictionaries müssen immer Strings als Keys verwenden. Wenn nicht, dann geht's einfach nicht. So, das hier lösche ich wieder raus. Das hier lösche ich wieder raus. Und das hier lösche ich wieder raus. Des Weiteren dürft ihr keine Mixtables machen. Ihr könnt hier nicht einfach jetzt zwischen einem String dann zusätzlich noch eine Zahl reinmachen. Und die ist dann irgendwas, keine Ahnung. Das geht auch nicht. Ihr könnt keine Mixtables machen. Das kann ich sowieso nicht machen. Man muss es natürlich in eckige Klammern packen, wenn man es mit einer Zahl macht. Aber das würde auch nicht funktionieren. Wenn wir diese Daten so übertragen, Daten von Roblox Conny wurden geladen, öffnen das und sehen jetzt, dass auch die Zahl 23 in einen String umgewandelt wurde. Das heißt, die Zahl geht verloren, der Variablentyp geht verloren, es wurde in einen String umgewandelt. Aber man kann nicht unbedingt immer alles in Strings umwandeln. Wir probieren das einfach mal aus mit True, mit Function. Was passiert, wenn wir True oder eine Function drin haben? Und wir kriegen Error. Invalid Table Key Type Used. Man kann nicht alles einfach in einen String umwandeln. Es ist einfach nicht erlaubt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es True oder die Function war. Das finden wir heraus, indem wir die Function einfach mal entfernen und es dann nochmal ausprobieren. Ah ja, immer noch. Also True wäre nicht erlaubt. Aber ich denke, auch eine Function wäre nicht erlaubt. Ich versuche es nochmal mit der Function an sich. Oh doch, tatsächlich, bei der Function gab es keinen Error.
Die Function wird dann übertragen als Function und dann steht hier tatsächlich die Speicherallocation von der Function drin. Immerhin funktioniert sowas. Aber es ist einfach eine Bad Practice und man sollte das nicht machen. Roblox ist sehr nett zu einem und sagt, yo, wir lassen es trotzdem durchgehen, ersetzen es einfach durch diesen String. Sagt bei Instanzen auch, okay, wir lassen es trotzdem durchgehen und schreiben den Namen der Instanz rein. Aber es ist eine Bad Practice und ich meine, was würde passieren, wenn wir als Index für irgendwas dann doch den Spieler nehmen und an einer anderen Stelle als Index Leerzeichen, Klammer auf, Roblox Conny, Klammer zu nehmen. Das ist gleich true. Jetzt haben wir einen String, der tatsächlich so heißt wie der String vom Spieler und einmal den Spieler an sich. Wir führen das Ganze aus, gucken dann nochmal in die Spielerdaten rein und oh mein Gott, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Roblox hat gemerkt, dass der String schon vorhanden ist und hat jetzt den Spieler umgewandelt in eine generische Instanz und das jetzt Instance Roblox Conny genannt. Das ist cool, aber das kopiere ich mir mal raus. Und dann fügen wir noch einen Key hinzu, der einfach auch so heißt. Also sagen wir jetzt in eckigen Klammern Instance, blablabla, Roblox Conny ist gleich false. Dann das Komma und führen das Ganze noch einmal aus und schauen zu, wie sich das Ganze dann verhält. Und es ging Daten verloren. Wir haben jetzt Roblox Conny ist true und Instance Roblox Conny ist... Das bedeutet, das false, was wir festgelegt haben, wurde überschrieben. Ein wichtiger String, den wir drin hatten, auch wenn es fraglich ist, warum wir den String so nennen sollten, ist verloren gegangen, weil wir auch einen Spieler haben, der umgewandelt in einen String dann genauso heißt wie dieser String. Also long story short, benutzt nur Strings als Keys für Dictionaries und benutzt nur Zahlen als Index für Listen. Und dann ist alles cool. Also Zusammenfassung für die Limits, nur reine Listen oder Dictionaries übertragen, keine Mixed Tables und Keys von Dictionaries dürfen nur Strings sein. Eine weitere Einschränkung ist natürlich die Datenmenge. Es gibt eine maximale Menge an Daten, wie viel übertragen werden kann. Aber wenn ihr es nicht übertreibt und keine unendlich großen Tables verwendet und nicht super viele Instanzen und Variablen gleichzeitig übertragt, werdet ihr das Datenlimit nicht erreichen. Deswegen werde ich das hier auch gar nicht erst aufführen. Und eine weitere Sache ist, Table-Identitäten gehen verloren. Was sind Table-Identitäten? Gute Frage. Table-Identitäten sind das, was wir gerne mal hier, jetzt habe ich es nicht mehr im Output unten, sehen. Als wir die Funktionen übertragen haben, stand da Function, dann stand da irgendeine Adresse. Und ich habe euch ja mal gesagt, alles hat eine Adresse. Wenn wir jetzt hier oben auf die drei Punkte gehen und dann Show Memory Addresses for Expandable Tables anschreiben, dann steht hier Table 0x993 bla bla bla. Und hier steht dann 0x12bf bla bla bla. Und wenn wir das hier öffnen und dann hier im Inventar nachgucken, sehen wir auch, Inventar ist 12x bla bla bla. Das bedeutet, der Table Inventar in den Spielerdaten hat dieselbe Memory Address wie der Table Inventar vom Spieler, den wir extracted haben. Ergibt ja auch Sinn. Es ist der gleiche Table. Er hat die gleiche Adresse im Speicher und ist somit exakt die gleiche Variable. Aber wenn wir jetzt in Script 1 zum Beispiel auch die Spielerdaten einmal printen würden, das heißt print Daten in Script 1 sind gleich Komma Daten. Das Ganze dann noch einmal ausführen, dann seht ihr jetzt, die Daten in Script 1 sind Table 0xe3f, während die Daten in Script 2 0x524 und so weiter sind. Das sind unterschiedliche Tables. Es wurde von dem Table hier, der exakt der gleiche Table ist, wie der Table hier, eine Kopie erschaffen. Ihr seht, der Inhalt ist exakt der gleiche, es ist alles gleich. Nur, das ist der Original-Table und das ist eine Kopie von dem Table. Genauso ist das hier der Original-Table im Table und das hier ist eine Kopie von dem Table im Table. Es werden Kopien erschaffen, weil beide Scripts nicht gleichzeitig auf dieselbe Variable im selben Speicher zugreifen können. Unterschiedliche Scripts sind immer noch eigenständige Scopes, die nicht auf die gleichen Variablen zugreifen können. Ist soweit logisch, aber könnte auch für Verwirrungen sorgen, weil habt ihr schon mal ausprobiert zu schreiben. Ich schreibe es mal hier unten. Print Table ist gleich Table. Wir sagen jetzt einfach nur, ein leerer Table ist das gleiche wie ein leerer Table und er printet false. Stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Leider zeigt uns jetzt keine Memory-Adresse, da wir den Table nicht an sich printen, sondern nur das Ergebnis der Bedingung. Aber können ja theoretisch sagen, Local T1 ist gleich ein leerer Table. Und ich ziehe das auch mal wieder hier hoch, so wie ich es beim letzten Mal schon gezeigt habe, dass ich nicht so viel schneiden muss. Und Local T2 ist auch ein leerer Table. Und dann printen wir nicht Table ist gleich Table, sondern T1 ist gleich T2. T1 ist ein leerer Table, T2 ist ein leerer Table. Wir führen das aus und er schreibt false. Und warum schreibt er false? Wir printen mal T1 und T2. Das heißt, ich schreibe hier nicht ist gleich, sondern Komma dazwischen, clear den Output, führe es nochmal aus. Und ihr seht, Table 1 hat eine andere Adresse im Speicher als Table 2, weil es unterschiedliche Variablen intrinsisch sind. Wenn wir als Table 1 jetzt 1 und als Table 2 auch
1 festlegen, also ganz normale Zahlen, und das Ganze ausführen, dann ist 1,1. Sie haben keine besondere Speicheradresse. Auch wenn sie theoretisch ihre eigene Speicheradresse haben, ist das an der Stelle nicht so wichtig. Wenn wir hier jetzt schreiben, T1 ist gleich T2, sagt auch ja, 1 ist gleich 1, ist ja klar. Aber Tables sind ein bisschen anders, weil Tables sind sehr komplexe Datenstrukturen und Lua kriegt es nicht hin, verschiedene Tables miteinander zu vergleichen. Natürlich könnte man theoretisch 2 leere Tables miteinander vergleichen, aber je komplexer die Tables werden, desto schwerer wird das. Dementsprechend unterscheidet Lua nur die Adresse der Tables und nicht den Inhalt. Wenn wir jetzt aber sagen würden, T1 ist ein leerer Table und T2 ist gleich T1 und dann printen würden, T1 ist gleich T2, dann sagt er auch true. Ja klar, T1 ist das gleiche wie T2, weil T2 ist ja T1. Und das ergibt auch Sinn, wenn wir T1 und T2 printen, dann sehen wir, beide haben die gleiche Adresse, wie ihr hier seht. Ich lasse es mal sein mit dieser Bar hier und schreibe das einfach mal in einem normalen Script, wo es dann vielleicht ein bisschen deutlicher zu verstehen ist. Mit Script 1 und Script 2 sind wir fertig. Ich lösche mal Script 2. In Script 1 bleibe ich erstmal noch drin und schreibe dann einmal local table 1 ist gleich ein Table bestehend aus den Zahlen 1, 4 und 6 und local table 2 ist gleich Table 1. Wenn wir diesen Code schreiben, dann wird eine Referenz auf Table 1 festgelegt. Das heißt, Table 2 referenziert Table 1. Beide sind immer noch das gleiche. Also haben wir jetzt praktisch 2 variable Namen für ein und dieselbe Variable. Und sowas geht nicht mit Zahlen, sowas geht nur mit komplexen Datenstrukturen wie Tables. Wenn wir sagen print Table 2, dann wird Table 1 geprintet. Es ist ja logisch, es ergibt so auf jeden Fall Sinn. Ich schreibe mal loadstring game.server.script.service.script1.source, Klammer auf Klammer zu, ausführen. Dann printet ihr hier den Table raus und im Table stehen 1, 4 und 6 drin. Logisch. Wenn wir jetzt Table 1 bearbeiten und sagen table.insert table 1,187, wir fügen jetzt die 187 zu Table 1 hinzu und dann Table 2 printen, dann ist die 187 auch in Table 2 drin, weil es ist exakt der gleiche Table. Wenn wir jetzt aber für Table 2 festlegen würden, 146 und trotzdem Table 1 die 187 geben, dann ist es nicht mehr der gleiche Table und dementsprechend ist hier auch keine 187 drin. Das sind so Sachen, die man an manchen Stellen beim Coding im Hinterkopf behalten muss. Jeder Table, den man erschafft, indem ihr einfach so ein Table erschafft, ist eine eigene Variable, eine eigene Datenstruktur für sich. Wenn ihr ein Table aber nicht erschafft, sondern einfach nur durch die Referenz auf irgendein anderes Objekt erstellt, dann erschafft ihr nichts Neues, dann bleibt der Table der gleiche. Table 2 hat dieselbe Identität wie Table 1. Und ihr könnt diese Identität nur trennen, indem ihr eine Kopie erstellt. Indem ihr einfach den Table nochmal neu erstellt, 146. Wenn ihr ein Table über ein Bindable Event übertragt, dann geht die Table-Identität jedoch auch verloren. Auch dann wird ein komplett neuer Table erschaffen, der exakt die gleichen Werte hat wie der Table, den ihr übertragen habt, solange ihr euch an diese Limits hier haltet. Wenn ihr euch nicht an diese Limits haltet, dann gibt es entweder einen Error oder der Table wird verändert. Wie ihr gesehen habt, werden die Keys von Dictionaries zu Strings oder es gibt einen Error. Habt ihr das verstanden? Wenn ihr das verstanden habt, dann schreibt mal Suppengemüse in die Kommentare, weil ich habe es nicht verstanden. Ich denke, ich mache jetzt einfach mal weiter. Das letzte, was ich hier aufschreibe, was ihr auf jeden Fall nicht verstehen werdet, zumindest wenn ihr nicht schon irgendwelche anderen Sachen gelernt habt, ist: Meta-Tables verlieren ihre Funktionalität. Ihr wisst nicht, was Meta-Tables sind. Ihr müsst nicht wissen, was Meta-Tables sind. Das ist eine Sache, die lernen wir erst in der späten Zukunft. Aber wenn wir dann irgendwann wissen, was Meta-Tables sind, seid gewarnt, ihr könnt sie nicht mit Bindable-Events übertragen. Sie werden zu ganz normalen Tables. Das war jetzt aber schon wieder eine sehr theorielastige Folge. Weil Bindable Events sind sehr theoretisch, die passieren halt immer nur am Backend. Das ist halt dafür da, um zwischen Server-Script zu kommunizieren. Und da gibt es nicht mehr viele Interaktionen zwischen den Spielern. Deswegen machen wir mal wieder Interaktionen zwischen den Spielern. Wir sind immer noch dabei, Events zu lernen. Und ich finde, die Hausaufgabe sollte immer noch eine Aufgabe sein, die uns Events ein bisschen näher bringt. Beim letzten Mal war die Hausaufgabe, dass ihr eine Tür machen solltet. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gab es auch bisher erstmal eine Person, die seine Hausaufgabe eingeschickt hat. Der hat sich auf jeden Fall auch Mühe gegeben und eine etwas komplexere Tür gemacht, als es verlangt war. Das finde ich cool, wenn man so den extra Weg geht, nochmal guckt, was können wir noch machen, damit die Tür ein bisschen realistischer wirkt. Zieh das mal hier runter, pack das mal wieder zurück nach Hause. Und hier geht es nochmal um die Hausaufgabe. Erinnert ihr euch noch an das Klickspiel, das wir erstellt haben, damit ich euch Events ein bisschen näher bringe? Ihr erstellt nochmal ein Klickspiel, aber diesmal ein bisschen anders. Erstens soll diesmal ein Zylinder angeklickt werden. Nein, es ist egal, was ihr anklickt. Das ist eure kreative Entscheidung. Ihr könnt entscheiden, was geklickt werden soll. Ihr könnt euch theoretisch auch ein anderes Spiel einfallen lassen, bei dem halt irgendwelche Events verwendet werden, um Punkte zu zählen. Es soll genauso wie das Klickspiel aus der letzten Folge ein Spiel sein, in dem zum Beispiel ein Spieler auf einen Teller hier klickt. Wenn das Ding angeklickt wird, ist es an einer anderen Stelle, damit die Schwierigkeit ein bisschen höher ist.
und der Spieler kriegt einen Punkt. Sobald das Spiel abgelaufen ist, sollt ihr aber nicht nur feststellen, welcher Spieler gewonnen hat, sondern ihr sollt dann mit einem Bindable-Event in einem anderen Script dem Spieler einen Preis geben. Der Preis kann meinetwegen auch einfach nur eine Zahl sein, die hochgeht, die ihr einfach reinprintet in die Konsole. Ihr müsst jetzt noch nicht wissen, wie dem Spieler wirklich was gibt, womit er was anfangen kann. Es reicht, wenn ihr einfach in einem Script dieses Klickspiel drin habt und in dem anderen Spiel dann einfach reinschreibt, wenn das Bindable-Event gefeiert wird, connecten wir eine Funktion und die sagt, hey, der Spieler hat gewonnen, du bekommst von uns jetzt 50 Cash und das steht dann im Output. Das reicht. Ihr könnt natürlich das Cash, das die Spieler haben, auch dort in dem zweiten Script dann zusammen speichern und dann schreiben, er hat jetzt insgesamt so und so viel Cash, das wäre auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser. Aber es geht erstmal darum, macht dieses Klickspiel nochmal selbst und macht ein eigenes Spiel draus. Ihr könnt natürlich dasselbe Spiel, das ich in der letzten Folge gezeigt habe, einfach abschreiben, aber das ist ja nicht der Sinn davon. Ich möchte, dass ihr einfach selbst nochmal auf die Idee kommt, wie man das macht, ohne nochmal abzugucken. Und ihr könnt die Hausaufgaben natürlich gerne wieder auf meinem Discord-Server einsenden, damit ich es mir angucken kann. Und da freue ich mich auf jeden Fall darüber, wenn ihr eigene Approaches habt oder euch eigene Spielideen einfallen lasst, um halt einfach dem Spielern Punkte zu geben. Die gehen hoch und am Ende wird ein Gewinner ausgemacht. Das ist das Wichtigste, dass es mehrere Spieler spielen können, dass es am Ende einen Gewinner gibt und dass ein anderes Script per Bindable-Event darüber aufmerksam gemacht wird, dass der Spieler ein Spiel gewonnen hat. Es ist sehr vage, aber ich finde, es lässt auf jeden Fall Raum für Kreativität und ihr könnt dann auch kreativ werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich den Zylinder hier einfärben, dass es ein bisschen goldener wird. Das Material anpassen auf Metall, muss es aber auf jeden Fall heller. Und dann haben wir eine schöne Goldmünze. Gold. Wir lieben Gold. Jetzt bin ich schon wieder verspielt, deswegen mache ich mir eine Kopie hiervon, ziehe das hier rüber, mache das ein bisschen kleiner, drück Steuerung Shift N, wähl beide aus, Steuerung Shift G, dann haben wir hier so ein Ding gemacht, haha, wie bei einer richtigen Goldmünze, kann ich eigentlich, ich kann das so machen, krank. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch statt ein Klickspiel ein Collectspiel machen, indem man einfach die Münzen einsammelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach mal ausprobieren, gucken, was es noch für Instanzen gibt, vielleicht findet ihr heraus, dass es Dragger gibt und dann könnt ihr Sachen in Tore ziehen, aber das ist dann schon ein bisschen kompliziert. Es liegt ganz bei euch, macht einfach ein kleines Minispiel, das am Ende auch einen Gewinner herausfindet. Das ist eure Hausaufgabe, ist eine relativ große Aufgabe, lasst euch dafür Zeit, ihr müsst es nicht in einem Zug machen, ihr könnt euch dafür mehrere Tage Zeit lassen. Wenn man mal an der Stelle nicht weiterkommt, hilft es manchmal eine Nacht drüber zu schlafen und es dann beim nächsten Mal einfach weiterzumachen. Setzt euch einfach hin und macht euch einfach mal Gedanken und vor allem schaut nicht einfach eine Folge nach der anderen, ohne einmal etwas geübt zu haben, weil ohne Übung lernt man Programmieren nicht. Programmieren ist eine Fähigkeit, die man nur durch Übung lernt und man wird auch nur durch Übung besser. Dadurch, dass man sich diese theoretischen Videos hier anschaut, lernt man halt wirklich nicht viel. Nur wenn man die theoretischen Videos hier als Unterstützung dazu nimmt, was Eigenes zu machen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne ein Brot schicken. Ich bin hier gerade am Verhungern. Wenn ihr wirklich fertig seid mit der Hausaufgabe und wirklich sicher seid mit Events und Bindable-Events und denkt, dass ihr es wirklich verstanden habt, dann könnt ihr natürlich auch schon auf das nächste Video klicken, welches selbstverständlich erst nach 2 Wochen verfügbar sein wird. Ich sag aber, wie immer, bis dann und ciao!